Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem zweiten Watercolor Christmas DIY. Diesmal soll es um das Thema Geschenkverpackungen gehen, und zwar so coole Boxen, die sind von Bonbox. Da kann man nämlich ganz tolle Geschenke, Süßigkeiten reinmachen und dann noch sie ganz toll verzieren und was Schönes draufschreiben. Die sind also wirklich ideal gemacht für Watercolor-Liebhaber und Letterer. Also auch für dich, wenn dich das interessiert tatsächlich. Ich habe zwei Varianten gemacht. Ich wollte eigentlich eine einfachere und eine schwerere Variante machen, aber ich glaube, das sollte jeder selber entscheiden, was er einfacher oder was er schwerer findet. Deswegen möchte ich das, glaube ich, gar nicht unbedingt jetzt bewerten. Hier tatsächlich nur Pinsel und Aquarellfarbe verwendet. Hier habe ich einen wasservermalbaren Brushpen verwendet und einfach nur einen Fineliner. Die Materialien habe ich euch aber alle in der Beschreibung benannt und verlinkt, damit ihr tatsächlich zu demselben Ergebnis kommt wie ich. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen und dann eventuell beim Nachmachen. Und so sehen die Boxen aus, wenn wir sie geliefert bekommen. Sie sind ganz flach. Das ist total praktisch, wenn wir jetzt noch drauf malen oder zeichnen und schreiben, was auch immer wollen. Deswegen erst am Ende, wenn alles getrocknet ist, wenn wir fertig sind, erst dann bauen wir sie zusammen und setzen sie zusammen und können sie halt als Geschenkbox verwenden. Deswegen, ich gehe mal direkt in unsere erste Box. Die lege ich mir einmal so hin und ich lege mir tatsächlich noch was drunter, einfach weil wir dann noch so ein bisschen rum, naja, schmaddern wollen. Und zuerst möchte ich mit dem Bleistift mir erstmal das, was ich auf die Box schreiben will, drauf zeichnen, quasi vorskizzieren mit dem Bleistift. Ich finde tatsächlich, dass das eher die einfachere Variante ist, aber das müsst ihr dann, wie gesagt, am Ende selber entscheiden, ob das für euch einfacher ist. Hier habe ich mich nämlich für eine Schrift, also eine relativ einfache Schrift entschieden, die man ganz cool selber machen kann mit einem Fineliner, ja. Also in der zweiten Box, da habe ich ja dann mit dem Pinsel geschrieben, Brush Lettering, das ist für viele sehr, sehr schwer und das muss man tatsächlich sehr üben. Und die Box hier, da zeige ich euch einmal, wie wir wirklich nur mit dem Fineliner, ihr könnt auch einfach einen Marker oder einen Filzstift nehmen, wie wir quasi unseren Spruch raufschreiben können. Ich schreibe jetzt magische Grüße zu Weihnachten. Und ich werde jetzt erst das Wort Weihnachten schreiben, das ist ziemlich lang, und werde mich dann quasi da oberhalb, also werde dann die anderen Wörter oberhalb meines Wortes Weihnachten einfach daran ausrichten. Das ist aber so, wie ich es mache. Ihr könnt es natürlich ganz, ganz anders machen. Ihr könnt was ganz anderes draufschreiben. Aber zuallererst kümmere ich mich einmal darum. Ach so, wichtig noch zu wissen ist, ihr könnt das in der Reihenfolge nur machen, wenn ihr einen wasserfesten Fineliner habt. Solltet ihr einen wasserlöslichen Fineliner haben, dann macht ihr es am besten andersrum. Das heißt, wir starten dann erst mit dem Wasserfesten vermalbaren auf unserer Box und erst dann, wenn alles getrocknet ist, könnt ihr draufschreiben. Ich werde aber erstmal draufschreiben und dann mit dem Wasser vermalbaren. Ist gehoppt wie gesprungen, könnt ihr machen, wie ihr das gerne machen wollt oder wie euch das am besten passt. Wenn ich jetzt alles gut mit dem Bleistift vorskizziert habe, dann kann ich jetzt mit dem Fineliner arbeiten. Wichtig hier tatsächlich, ihr solltet nicht zu viel auf der Box radieren, weil die Oberfläche sonst, glaube ich, so ein bisschen zerstört wird. Ein-, zweimal kann man ruhig radieren, ganz vorsichtig, aber ich würde es nicht zu häufig machen. Also dafür ist das Papier auch einfach nicht gemacht, ne? Deswegen, wenn man sich noch unsicher mit dem Spruch ist und den noch nicht vorher geschrieben hat, dann einmal am besten auf dem Skizzenpapier machen. Ich schreibe jetzt hier einmal nach. Ich habe hier so eine Druckschrift verwendet. In Faux-Kalligraphie, das heißt, immer wenn der Strich hier nach unten geht bei dem Druckbuchstaben, dann ziehe ich noch einen zweiten Strich in ein bisschen, also in so einem kleinen Abstand daneben nach. Dann wird der Strich ein bisschen dicker und die anderen Striche, die bleiben dünn. Und hier sind das immer mal wieder große, mal kleinere Buchstaben. Und tendenziell hüpfen die einfach hier so ein bisschen übers Papier. Die sind nicht alle auf einer Linie. Ich habe jetzt hier noch weitere Schmuckelemente mit reingebracht, weil hier noch so ein bisschen leer war. Jetzt sieht es ein bisschen gefüllter aus, gefällt mir persönlich einfach besser. Wenn jetzt hier alles gut angetrocknet ist, dann kann ich mit meinem Radiergummi die überflüssigen Bleistiftstriche hier tatsächlich einmal wegradieren. Für den zweiten Teil brauchen wir jetzt eine Folie oder einen Teller. Sollte auf jeden Fall wasserabweisend sein. Die Oberfläche, wir brauchen ein Glas Wasser, einen wasservermalbaren Brushpen oder Filzstift, je nachdem. Man kann halt mit einer Brushpen-Spitze immer viel besser die Farbe abtragen. Und wir brauchen einen großen Pinsel. Ich nehme hier den Nova Synthetic von Da Vinci Größe 8 Pinsel. Der sollte schön groß sein.
weil wir jetzt hier so einen Aquarellverlauf tatsächlich auf unsere Box bringen werden. Und hier schön einfach mit einem wasservermalbaren Filzstift bzw. Brushpen, den gebe ich hier einfach auf meine Folie drauf. So. Und dann einfach Wasser mit hinzugeben, so ein bisschen vermixen. Und dann habe ich hier nämlich so ein bisschen Aquarellfarbe, die ich jetzt hier direkt auf meine Box geben kann. Und ich finde einfach, dass es eine coole Variante ist für diejenigen, die nämlich keine Aquarellfarbe direkt zu Hause haben. So, das ist auch zum Beispiel auch für Kinder eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, wenn sie ihre eigenen Boxen irgendwie selber gestalten wollen. Deswegen wollte ich die Variante einmal zeigen. Und mit dem großen Pinsel können wir jetzt hier nämlich schön unsere Farbe auch auf die Schrift, über die Schrift raufgeben und dann einfach hier verteilen. Ich gehe hier wirklich bis zum Rand runter, weil das wird ja hier die Stellen, die werden am Ende ja abgeknickt. Und ich bleibe hier tatsächlich so ein bisschen wellig. Also das soll alles gar nicht gerade sein, sondern das soll hier schön wellig sein. Verteile ich hier meine Farbe ganz einfach, so wie es mir gefällt. Zack, zack, zack. Und ich muss da zwischendurch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Farbe aufnehmen. Das reicht hier nicht ganz. So. Deckel lassen wir jetzt einmal komplett trocknen und nehmen uns einfach schon die zweite Box vor. Bei der zweiten Box möchte ich nicht hier über diesen Außenrand quasi drüber malen. Und das heißt, ich kann mir hier mit so Abklebeband, da klebe ich mir hier die Kante einfach mal ab. Mit dem Pinsel Größe 2 und meiner Aquarellfarbe male ich jetzt hier so zwei Schichten. Hier ab und zu alle 2-3 Wochen säubere ich mal meine Palette. Das war jetzt tatsächlich wieder an der Zeit. Das mal so als kleiner Tipp. Es ist nämlich so, eigentlich muss man das ja nicht machen, weil die Farbe ja wasserlöslich ist. Das Problem ist aber, dass manchmal die Pigmente, also zu viele Pigmente von verschiedenen Farben vermischen sich und dann sieht es nach dem Trocknen oder kann es halt relativ matt aussehen. Das Gefühl hatte ich jetzt auch. Ich wollte, dass die Pigmente wieder relativ rein werden und nicht zu viele Farben miteinander vermischt werden. Deswegen mache ich die hier ab und zu einfach mal sauber. Also für diejenigen, die sich gefragt haben, warum die Farbe plötzlich so matt und so gräulich aussieht, das kann da tatsächlich manchmal dran liegen, wenn dann braun, schwarz oder so, wenn Komplementärfarben dann plötzlich miteinander vermischt werden, dann, das muss ja auch gar nicht mit Absicht sein. Dann sieht man einfach, dass es so ein bisschen gräulicher aussieht. Ich mische mir jetzt hier einfach so ein Blau-Grün zusammen. Wichtig ist, dass wir in zwei Schichten arbeiten. Wir lasieren quasi jetzt unsere Box. Das heißt, ich werde jetzt zu meinem Blau-Grün hier noch ganz viel Wasser mit hinzugeben, damit es schön hell ist. Und ich kann hier auf einem Test-Aquarellpapier einfach mal gucken, ob das so die Transparenz hat, die ich mir so vorgestellt habe. Ich mache noch so 2-3 Pinselladungen Wasser hinzu. Dann ist es für mich tatsächlich perfekt. Und jetzt zeige ich einmal, was wir machen. Und zwar, wir malen jetzt so Tannenzweige. Und zwar machen wir die einfach so, dass wir hier ansetzen, direkt an unserem abgeklebten Rand. Also wir können ruhig drüber malen. Und dann mit einem ganz dünnen Strich, also nur mit der Spitze des Pinsels, malen wir hier so einen Bogen. Also die Tannenzweige, die müssen gar nicht gerade sein, sondern die sollen dann hier ruhig so kreuz und quer sein. Und dann einfach hier entlang des Striches relativ easy, ganz schnell daneben hier so kleine
kurze Striche. So kann das aussehen. Und jetzt geht es hier einfach weiter mit den nächsten. Damit ich mir hier keine Gedanken machen muss, ob ich auch wirklich über den Rand male oder nicht, habe ich es mir einfach abgeklebt. Finde ich immer so ein bisschen entspannter. Und dann geht es hier einfach wirklich einmal reihum. Hier einmal wirklich am Deckelrand entlang. Eine zweite Schicht Tannenzweige, die halt deutlich deckender ist, drüber gepackt, aber auch immer so ein bisschen versetzt, damit man so den Hintergrund auch noch, also die erste Schicht noch so ein bisschen erkennen kann. Dadurch sieht es einfach noch so ein bisschen fülliger und voller einfach aus von den Tannenzweigen her. Das wirkt nämlich jetzt so, als wären die Transparenten so ein bisschen im Hintergrund und dann die Deckenden im Vordergrund. Wichtig ist, bevor man die zweite Schicht aufträgt, ist, dass die erste Schicht komplett gut ausgetrocknet sein soll, weil wir sonst nämlich sehr unschöne Verläufe haben und das wollen wir hier eigentlich nicht. Hier wollen wir wirklich, dass die Tannenzweige übereinander liegen und nicht miteinander verlaufen. Ich habe mir jetzt einfach noch so ein Weihnachtsrot zusammengemischt und da gebe ich jetzt hier einfach so kleine Punkte drauf. Das sind ja auch immer zwei tolle Farben, grün und rot. So. So dieses typische Weihnachtliche. Das war's schon. Wenn es jetzt angetrocknet oder ausgetrocknet ist, dann kann ich nämlich hier auch wieder meine Klebestreifen hier, die ich hier drauf gesetzt habe, vorsichtig abziehen. Was ich auch tatsächlich nicht gemacht habe, ich habe die Klebestreifen nur vorsichtig draufgelegt, sodass sie halt drauf haften. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie nochmal nachgedrückt. Weil ich hatte nämlich echt Angst, dass sonst vielleicht die obere Papierschicht mit abgezogen werden kann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier sieht jetzt noch alles ganz gut aus. Das ist jetzt bisher nicht passiert auf der Seite. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier geht es auch super. Aber wirklich hier vorsichtig sein. Wer möchte, kann natürlich noch in die Mitte der weißen Fläche, die hier noch zu sehen ist, der kann natürlich da noch was Schönes reinschreiben, irgendwie den Namen für wen die Box auch immer ist. Das kann man aber auch freilassen. Ich finde, das sieht auch so ganz toll aus. Das muss jetzt hier erstmal nochmal trocknen. Und wir haben ja noch unsere erste Box, die ist jetzt gut ausgetrocknet. Was ich jetzt hier nämlich noch machen wollte, ist, dass wir unseren Fineliner nehmen, wer das machen möchte. Und ich werde mir jetzt hier so ein bisschen abwechselnd an der Außenkante. Das heißt, das ist ja der Deckel der Box und der wird ja dann später so geknickt. Und dann habe ich hier an der Seite, sehe ich dann hier so ein bisschen Tanne tatsächlich. Ich finde das noch ganz nett, wenn man das hier noch mit ranfügt. Das ist relativ einfach gemacht. Auch ganz ungleichmäßig kann ich die Tannen hier verteilen. Ich male einfach einen Strich und dann mache ich hier so hin und her Bewegungen, die auch so ein bisschen abgerundet sind und die werden nach unten hin tatsächlich immer größer. Hier mache ich noch eine große Tanne hin und dann daneben lasse ich gleich mal wieder ein bisschen Platz, ein bisschen was frei. Das ist noch so ein kleiner Akzent. Hier kommt noch eine hin. Der Fineliner ist ja zum Glück schnell ausgetrocknet, das heißt, ich kann hier direkt loslegen, mein Deckel zusammenfalten und dann noch das Unterteil meiner Box. Und dann sehen wir uns gleich mal an, wie die Boxen dann wirklich fertig zusammengebaut aussehen. Ich freue mich, wenn ihr die Geschenkverpackung für Weihnachten nachmacht.
schickt mir auch gerne ein Foto oder taggt mich auf Instagram, wenn das euch inspiriert hat zu euren eigenen Boxen. Auch das kann auch total anders aussehen. Ihr könnt aber auch das Motiv einfach nachmachen. Die Boxen waren ein PR-Sample von Buntbox. Deswegen, wenn ihr gerne wissen wollt, wo ihr diese Boxen herbekommt, könnt ihr einfach in die Beschreibung schauen. Da habe ich sie euch verlinkt. Ich sage dann erstmal Tschüss, bis dahin und habt eine ganz, ganz tolle Zeit.